zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Neben mir Lena, die ihr alle schon kennt und liebt. Und wir haben heute die 50-Dollar-Challenge gemacht. Die 20-Dollar-50-Dollar-Challenge. Also wir haben 20 Dollar ausgegeben. Und ich muss sagen, ich habe es komplett verkackt. Und das Ganze läuft so, dass jeder eben ein Budget von 20 Euro hat und man soll ein Outfit zusammenstellen ohne Schuhe und ja, eben in dem Budget von Secondhand. Und wir sind jetzt den ganzen Tag durch Wien gegangen und haben Secondhand-Laufen, Secondhand-Stores abgeklappert und geschaut, was das Zeug hält, und ich habe es einfach nicht geschafft, ein Unterteil zu finden. Sie hat es aber geschafft und ich würde sagen, wir fangen an. Wir heulen jetzt mal ein bisschen, weil wir mehr gekauft haben, als wir sollten. Ja, das war echt cool. Wir haben beide noch nie Trip geschafft. Oder einfach das Secondhand-Laden. Also das schon, aber halt nicht so wirklich Sachen gekauft. Dann beginnen wir, oder? Ja. Okay, beginnen. Gut. Also ich habe als erstes hier eine Bluse von H&M, original, also ursprünglich halt. In S, die hing bei den Männern als Hemd, aber es ist eine Frauenbluse. Und sie sieht eben so aus, sie ist so leicht bläulich. Und ich habe den mit den Ärmeln hochgestrickt gekauft und die hat 6 Euro gekostet. Ich habe dann dieses Top hier gekauft, das verdreht ist. Und zwar sieht es so aus. Das sollte ich am Anfang haben, aber meine Bluse nicht reingepasst. Ja, das ist das Problem. Und ich finde sie sehr, sehr lieb aus. Und es gibt so ein ähnliches beim Bershka, das wir eigentlich kaufen wollten. Ja. Aber es gab es leider nicht mehr. Und das hat 4 Euro gekostet. Als nächstes habe ich hier. Das irgendwie keinen wirklichen Schnitt hat und es hing bei der Nachtwäsche. Aber ich glaube, es ist ein normales Schnitt. Wenn nicht, dann, mein Gott, das ist bestimmt was passiert. Es ist einfach so voll flowy und der Stoff erinnert mich so an Brandy Melville. Ja, und übrigens, das hat 7 Euro gekostet. Also das finde ich auch voll vermutbar. Als letztes habe ich einen Top gefunden. Das ist eben so ein Neckholder-Top, ein weißes. Und ich finde, das könnte locker durchgehen als bei Outfitters. Gefunden. Das ist so schön. Ja, gell, das hat nur 1 Euro gekostet. 1 Euro! Ich muss das haben. Aber es ist wirklich sehr schön. Und ich habe dann auch das Top. Fragt mich nicht, das sieht komisch aus, finde ich, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Bralettes kennt. Und ich hätte es halt unter dem weißen Kleid getragen oder werde es noch tragen, und das sieht das sehr, sehr süß aus. Und das hat 1,50 gekostet, also auch vollkommen okay. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht, um den zweiten Teil zu sehen, auf Lenas Kanal vorbeizuschauen, ihr Video anzuklicken und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Allgemein zu der Videoidee, weil ich es noch nie auf Deutsch gesehen habe. Genau. Und falls ihr ein Lookbook sehen wollt, gebt uns einen Daumen hoch. Ja, genau. Lasst es in die Kommentare. In den Kommentaren. Schreibt einfach in die Kommentare. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao. Okay.